Okay, Let's Play Zombies Folge Nummer 18, nee, Nummer 17, hier Nummer bei. 17, Anna und Markus sind zurück. Genau, aus der Pause, wir haben uns jetzt ein bisschen beruhigt, nachdem wir in der letzten Folge halt uns ein bisschen über das Spiel ausgelassen haben. Und ja, wir sind jetzt in Level Jetzt haben wir wieder 41. total viel Lust zu spielen, nicht? Ja, absolut. Das wird jetzt supi. Okay. Martians go home. Das klingt so, als wenn das der letzte Mars-Menschen-Level ist in dem Spiel, würde ich sagen. So gefallen mir Gegner am besten. Ganz ehrlich. Wenn die einfach festhaken und nichts machen. Zumindest in dem Spiel hier. Wo ich jetzt so eine Bubblegun. Lass uns hier unten mal reingucken, was hier so ist. Geld. Was war das? Wasserpistole. Ist aber, wenn ich die so treffe, ja? Teleportieren die sich dann nur weg oder sterben die? Ich weiß Das nicht. verstehe ich immer nicht so Ich richtig. weiß es nicht. So, wir haben natürlich noch keine Schlüssel. Wir fangen ja wieder von null an. Zwei Leute Aha! müssen wir retten. Diese scheiß Blobs. Ich weiß auch nicht, was man gegen die machen könnte. Das sind echt die nervigsten Gegner mit dieser Sch Davon ist ein Schlüssel. Müssen wir doch hin, wo der ist. Ich hab Geschirr, damit kann man die gut töten. Geht das echt? Ja. Ein Schuss, die sind tot. Schuhe. Ich hab einen Blob auf dem Kopf. Das reicht sich. Ich hab einen Blob auf dem Kopf. Brauche ich ein T-Shirt, wo es draufsteht. Kriegst du. Wir machen unseren eigenen Keinplan Gaming T-Shirt Fanshop. Das machen wir. Dann laufen 1000 Leute rum mit einem T-Shirt, und wo da drauf ist steht, ich hab einen Copyright Blob auf dem drauf. Kopf. Bitte? Da ist Copyright dann drauf. Was das klar ist. So, warte, ich will hier diese. Oh Mann, ich will diese Potion so gerne haben. Wie kriege ich die denn, Mann? Brauchen hier eine Bazooka. Wir müssen eine Bazooka finden, Anna. Aber warum sind diese Schränke alle leer? Das ist doch unfair. Komm, lass uns hier. Ach, wir können nicht außen rum, weil da überall eine Hecke ist. Wo kommen diese Blobs denn alle so schnell her? Lass uns mal hier unten gucken. Aus den Löchern, da kommen die. Echt jetzt? Ja. Da, wo ein Meteorit eingeschlagen ist? Ja. Da hatte ich ja sogar recht mit meiner The Blob. Das ist ein Geheimgang. Nein, ich sterbe jetzt und kann keinen Verbandskasten nehmen. Das ist so gemein. Das ist so unglaublich gemein. Hier ist ein Geheimgang, aber es geht nicht weiter. Du kannst ja rechts gehen. Da kommen wir aber her, das lohnt sich nicht. Aber ich will zu den Schlüsseln. Ja, aber lass uns hier einfach weggehen von diesen Scheißviechern. Das nervt gerade so. Hast du einen Schlüssel? Weiß ich nicht. Müssen. Okay. Oh, nimm! Oder? Habe ich jetzt genommen. Ja, ich habe Potion. Super. Oh, Anna, letzte Sekunde. Du musst dich bewegen. Das ist ganz wichtig. Einfach niemals stehen bleiben. Letzte Sekunde. So. Ich muss manchmal auch überlegen. Ja, in dem Spiel darf man nicht überlegen. Da muss man tun. Und je länger wir stehen bleiben, umso schlimmer ist das. Also komm ja, du einfach. Du musst dich bewegen. Oh Mann, ich kann mich nicht bewegen, wenn der Bildschirm nicht weitergeht wegen dir. Hier können wir durch. Das sind Schlüssel. Ich war eben noch so ruhig nach der Pause. Dieses Spiel ist ein. Ja, toll! Was sollen wir denn damit? Ja, da ist vielleicht was. Wir hätten noch einfach oben gucken können, aber gut. Dann hüpfen Sag wir mal, ein warum bisschen. Haben wir das Radar eigentlich nicht an? Hier unten ist jemand. Ja, du wolltest ja hier nicht hin. Tot, oder? Wir sind nicht tot. Na, die bewegt sich jedenfalls nicht mehr. Doch! Wir müssen hier durch. Ja. Das ist doch so gemein. Das Spiel wollte, dass ich da hinkomme, damit die stirbt. Ich habe die da überhaupt nicht gesehen. Ja, Augen auf, Anna. Augen auf beim Zombie-Spielen. Sag mir das doch einfach. Ich habe doch gesagt, da ist eine. Was soll ich denn mehr sagen als das eine? Da ist eine das im hast unteren... du nicht gesagt. Im unteren linken Bildschirmbereich. Das hast du nicht gesagt. Habe ich wohl gesagt. Also ich frage mich, ob das Spiel jetzt noch schwerer werden kann als jetzt gerade. Nur noch eine Person zu retten, die wir in die nächsten Levels mitnehmen. Das heißt, wir müssen die immer mitnehmen, sonst haben wir ein Game Over. Und wir haben nur beschissene Ausrüstung. Nimm die Bazooka. Hab ich. Warte. Warte, so. Mann, das wird nichts. Renn da rein und hol das scheiß Kind. Renn. Nein, das ist nicht dein Ernst. Ja, ich bin tot. So, komm her, Kind. So, wir müssen uns hier aber noch umgucken.
Sorry. Da, hol die zwei Schüsse. Das ist einfach so Comedy gerade. Ja, du willst immer was anderes als ich. Kann ich ja nichts für. So, das nehmen wir noch mit. Ja. Schön. Geh weg. Mann, warum treffe ich die nie? Du musst die mit Geschirr bewerfen. Sag mal, kaum bist du weg, kriege ich hier diese scheiß Monster hier. Die haben es wirklich auf mich abgesehen. Das ist irgendwie so eine Programmzeile. Ist Player das One vielleicht krieg... jetzt endlich mal der Weckruf für dich, dass wenn ich da bin, die immer bei mir alle sind? Nein. Warum? Kaum bist du weg, sind die alle bei mir. Ja, ach. Nein, diese Schrankmonster. Die sind immer nur bei mir. Weil du alles einsammelst und aufmachst. Deswegen sind die immer bei dir. Ja, deswegen bist du vielleicht wenn immer kaputt, weil du nie was einsammelst und aufmachst. Ja. Hast du daran schon mal gedacht? Was hast du gesagt? Terror Spikes. Has a new name. Was heißt Spikes? Ist das nicht so... Bitte was? Das ist jetzt aber ein Glitch oder so, oder? Hallo? Wir müssen uns also, Anna, merkt ihr, oben, links, rechts, geteilt durch. Da oben ist so eine Plattform, da können wir hin. Komm hier, so. Geschafft. Radar an. Da oben ist auch die einzige. Wir müssen uns hier mal ein bisschen. Bitte. Hier. Da. Und dann so. Und dann. Komm hier rüber. Da ist eine Lehrerin. Da ist der Exit. Weg. Weg. Was auch immer. Was war das denn für ein Level, bitte? Schwierig. Das war so ein Ich krieg Plug-Level. Oh, ich hab ja noch zwei Leben. Da waren bestimmt voll die tollen Items. Ich hab da kein einziges gesehen. Ich glaub da nicht dran. Super Cleanup Site. Super Fun Cleanup Site. Das ist wieder so ein Schleim-Level. Ich sehe das schon jetzt. Wahrscheinlich mit Werwölfen und Mumien. Nein, natürlich sind's Wassermonster. Da war auch Schleim. Ja, Anna, lass dir Zeit. Ja, Markus, drück ich rechts. Sag mal ganz ehrlich, drück ich rechts. Ja, tue ich. Komm, ich zeig dir, wie es geht. Ja. Das ist so ein Kackspiel. Ich kann wirklich mit dem Controller nichts machen. Ich mach das doch. Ich mach das doch immer. Ich bin nicht so behindert. Wir müssen eine Person retten. Keine Ahnung, wo die sein könnte. Da oben sind zwei Potions. Haben wir irgendwie eine Bazooka? Da, ich hab eine! So. Zack, zack. So, gehen wir weiter. Also, Anna, ich habe mir zum Ziel gesetzt, dass wir es jetzt in einem Zug durchspielen, ohne nochmal zu sterben. Haha! Ich bin ja so gut wie tot. Ich brauche ein Leben. Das gibt's doch nicht. Wie, du hast was geschafft, meinst du? Nein. Da, hol den. Ich hol den. Oder holst du den? Holst du den? Okay. Und jetzt gehen wir hier schön raus und schön in die Türen. Schön in die Türen. Schön in die... Wir sind beide in eine Tür gegangen. Es ja, geht. Was auch immer. Ist. Wir haben das Spiel... Ich habe nur noch ein Leben. Oh Gott. Ich brauch... Willst du mich verarschen? Wie krieg ich denn neue Leben dazu? Ja, da muss man mal was Special-mäßiges machen, um eine abzukriegen. Aber da habe ich so tolle Items. Dann benutzt die jetzt alle. Curse of Dr. Tang. Benutzt jetzt Dr. alle Tang. Items. Heb sie nicht auf. Benutzt sie, weil sie sind weg, wenn du tot bist. Okay, ich benutze alle Items. Alles gut. Markus, ich habe nur noch ein Leben. Aber du hast ja wenigstens noch zwei Leben. Was ist das dein Ernst? Ist das gerade wirklich passiert? Das. Warte, ich habe hier einen Rasenmäher. Okay, ich mach's auch immer ein bisschen schwer, ne? Ja! Daran denkst du nie! So, wir müssen... Ja, guck mal, hat er Angst vom Rasenmäher? Hey, komm her, komm her, komm her! Ja, weg bist du! Komm her! Hey. Ja, komm, einfach weiter hier. Ich sehe ja schon kommen, es passiert gleich, dass uns die letzte Person, die wir hier retten müssen, dass sie uns stirbt. Mann, ich will das... Wir brauchen wieder einen Totenkopfschlüssel. Da ist der Totenkopfschlüssel. Wie kommen wir denn da hin? Wir müssen hier rum. Außen irgendwie. Warum mache ich den Rasenmäher gerade eigentlich an? Ich glaube, es ist aus Langeweile.
Also so, hier kommen wir jetzt aber ja her, ne? Oder? Nee. Rechts rum. Hier rechts rum? Hm. Rechts hoch. Hier waren wir eben, oder? Ja, hier waren wir. Wir müssen hier ins Wasser, glaube ich. Und dann außen rumschwimmen. So, hier nach oben. So, und dann hier rum. Warum sieht das Wasser hier anders aus? Das ist hier ausnahmsweise blau, weil das Dr. Tang gehört. So. So, und jetzt war doch der Schlüssel. Oh, ich habe keinen Rasen mehr. Hier oben ruhig. Die braucht man. Du machst es aber auch. Da waren wir doch eben! Wir sind im Kreis gelaufen, so ein Scheiß. Wie kommen wir denn da rum? Herr Himmel. Ach. Es ist, hat keinen Sinn. Es ist, hat keinen Sinn. Du hier bist live. Eigentlich wollte ich die blaue nehmen. Komm, geh weg hier. Du störst. Ich glaube, man kann ihn gar nicht töten. Doch, wir haben den doch sogar schon mal. Ja. Hallo, danke. Hier ist ein Dr. Tang. Der explodiert einfach nur. Was ist das denn für ein Schwachfu? Da rechts war eine Kiste. Rechts? Da rechts, rechts. Da, bei dem blauen Ding. Ah, okay. Okay, ich weiß überhaupt nicht, wo ich lauf hier weiter, bin. Lauf! Warte, ich habe hier noch so eine blaue und damit kann ich dann irgendwie unsterblich hier rumlaufen. So, pass auf. Dann musst du nicht mal schwimmen. Aber wie komme ich denn jetzt zu diesem verfickten Schlüssel dahin? Da, siehst du den an der Seite? Zu dem will ich hin. Wie muss ich denn da laufen? Ich hab den noch nicht Arsch mal gesehen. Du musst scheinbar nach unten. Jetzt hier so lang? Hier ist aber nur so eine blöde Kiste, die ich nicht aufmachen kann in dem Zustand. Was ist das denn für ein behinderter Trank? Du bist unsterblich, aber du kannst nichts machen. Es ist nichts drin. Ey, dieses Arschlochspiel. Ich krieg Plack, wenn ich das spiele. Das ist so schlimm. Das ist so wie zum Zahnarzt gehen, das Spiel zu spielen. Ja, toll. Super. Ich kann du bist da auch selber reingelaufen, Maki. Ja, ich kann meine Blow Potion benutzen. Da kann ich mit der rumlaufen und nichts machen. Ja, wir würden es helfen. Ist das so einschläfern? Ich muss aber echt gehen gerade. Nein, das Spiel ist gut. Total. Aber sie hätten es vielleicht so machen sollen, dass es Spaß macht. Dass das 10 Level sind, das wäre lustig gewesen. Alles unterschiedlich und so. Unterschiedlich schwer. Ja. Aber nein, die machen 45 Level. Ich habe das Gefühl, diese Spiele sind sozusagen der Grund dafür, warum wir heute diese Vorstellung haben, dass die Spiele heutzutage immer nicht lang genug gehen. Spiele damals gingen immer viel länger. Ja, gingen sie, wie hier. Und es war immer derselbe Scheiß, der immer schlimmer wurde. Ja. Und man musste ja sowieso alles 5-mal spielen, deshalb kam es einem länger vor. Wie jetzt gerade auch. Markus, wir müssen sowieso jedes Spiel 5-mal spielen. Also die nächsten Projekte, also Super Meat Boy, das läuft ja jetzt nebenbei, das läuft doch richtig gut. Mhm. Naja. Mhm. Okay, also Respekt an alle, die jetzt noch gucken. Wir schaffen das für euch, auf jeden Fall, versprochen. Absolut, absolut, wir schaffen das definitiv. Und Zur Not gucken wir uns das Ende auf YouTube an. Nein, ihr guckt euch das Ende hier bei uns auf YouTube an. So wird es nämlich kommen. So wird es kommen. Okay. Also, wir spielen uns nochmal zu dem Level als nächstes vor. Kann es sogar sein, dass das der letzte Level war, bevor wir das nächste Passwort bekommen hätten? Ja. Curse of Dr. Tang. Ja, Dr. Tang ist ja immer eigentlich da, wenn er ein Passwort kommt. Wir waren bei Level. Das ist jetzt gerade übrigens ein Spiel spielt gerade, wir gucken gerade dazu. Level 41 ist unser Passwort. Wir waren jetzt 44, glaube ich, oder 45, ja. So spielt das Spiel also. Mhm.
Ja, das Spiel kommt auch nicht damit klar, es bleibt auch überall hängen. Ja. Ja, wenn man so einfach ins Wasser rein und raus springen könnte, dann wäre das ja alles kein Problem. Genau. Ja, genau, wir kommentieren einfach jetzt wieder Spielspiel. Das siehst du? Der schießt auch und trifft die gar nicht. Siehst du, mit der Cola-Flasche doch auch nicht eben getroffen, oder? Nee, mit den Cola-Dosen treffen die nicht. Wie, das war das gar nicht... War doch wenn Quatsch. Ich das so werfe, trifft der nie. Nein. Dann trifft der nie. Ja, ja, ja. Siehst du, dem ist jetzt auch einer gestorben, obwohl er nicht mehr gesehen hat. Ja. Vielleicht höchstens so ein Pixel am Bildschirm. Egal. Also wir spielen nochmal zu der Stelle vor, würde ich vorschlagen. Da ist aber doch ein Schlüssel. Warum holt er denn den Schlüssel nicht? Ach. Wir spielen zu der Folge nochmal vor und dann sehen wir uns gleich da. Bis dann. Tschüss. Ciao.